ganz Baden-Württemberg diskutiert über den Anruf von Tanja, den wir heute Morgen bekommen haben. Es ist eine unglaubliche Geschichte. Vor einer guten Stunde hat sie bei uns angerufen. Sie hatte den 10-Euro-Schein mit der Seriennummer, die wir um 7.05 Uhr vorgelesen haben, und damit eigentlich 10.000 Euro gewonnen. Pass auf, ich habe ganz viele 10-Euro-Scheine gesammelt und ich habe eine Tabelle angelegt. Und dann habe ich in dieser Tabelle geguckt und da steht diese Seriennummer drin. Das heißt aber? Ich habe den 10-Euro-Schein gerade nicht da. Mein Mann hat den 10er wohl mitgenommen und der ist geschäftlich in Freiburg und ich erreiche ihn den ganzen Morgen nicht. Tanja hat uns die Nummer von ihrem Freund Jochen gegeben und wir haben tatsächlich jemanden erreicht, aber... Nicht Jochen ging ans Telefon. Ja, hallo? Hallo? Ja, das ist Chris. Wer ist denn da? Hier ist Annette. Hallo Annette, Ostermann und Schatz hier von der Radio Antenne 1. Hallo Annette. Hallo, wer ist Annette? Wir wollten eigentlich zum Jochen, haben uns jetzt verwählt, wir suchen den Jochen. Ja, dann Jochen ist hier. Wie bitte? Ja, können wir den mal haben? Ja, klar. Wer ist denn bitte Annette? Oh, warte mal ganz kurz, Tanja. Ja. Wir haben die Tanja. Wer ist Annette? Tanja, warte mal ganz kurz. Wir haben die Tanja auf der anderen Leitung. Jochen, du hast den 10-Euro-Schein mitgenommen, der heute 10.000 Euro wert ist. Kann das sein? Kann sein. Wer ist denn bitte Annette? Tanja? Ja. Was ist denn das? Was ist? Wir haben die richtige Seriennummer von diesem 10-Euro-Schein und wir können 10.000 Euro gewinnen. Wo bitte bist du mit dem 10-Euro-Schein und wer ist Annette? Ich bin in Freiburg, hab ich dir doch gesagt. Ja, und wer ist Annette und wo ist der 10-Euro-Schein? Vielleicht habe ich den in der Brieftasche oder so. Und wer ist Annette? Ich bin noch auf Geschäftsreise, habe ich dir doch gesagt, und mit der habe ich mich getroffen. Ich habe diesen 10-Euro-Schein wahrscheinlich nicht mehr. Ich war... Bitte? Ich war gestern Abend essen. Mit Annette? Ja, und es wird noch schlimmer. Ich hab gestern Aber Abend... Aber du erzählst nicht, dass ja. du dich mit dieser Annette triffst, oder? Was ist? Triffst du dich mit der? Das tut doch jetzt überhaupt nichts zur Sache. Ich weiß gar nicht, was hier los ist. Was wollt ihr eigentlich? Also Jochen, du bist jetzt gerade, bist du auf einem Geschäftstermin oder wo bist du jetzt gerade? Ehrlich. Das hört sich nicht so an. Hand aufs Herz. Ja, bitte. Ja, ich bin in Freiburg, das ist richtig, aber ja. Du bist nicht geschäftlich, sondern du hast dich dort mit Annette getroffen. Kann nicht wahr sein. Ja, ist richtig. Annette ist eine Freundin, die ich habe. Ja, was heißt Freundin jetzt? Also einfach nur eine gute Freundin, mit der man mal essen geht, oder eine Freundin, mit der man... Komm, jetzt sag's, Jochen. ...mehr macht. Also es ist mehr als eine Freundin. Das soll echt nicht wahr sein, oder? Ja. Du erzählst mir nicht, dass du zu deinen Meetings fährst, dreimal in der Woche und damit die Annette poppst, oder was? Jochen, ich würde vorschlagen, du packst deine Sachen, fährst ja. schleunigst zur Tanja, klärst mit ihr das bitte? Ja. Einiges erklären. Wer ist Tanja? Ja, das müssen wir. Tanja, zu dir mal ganz ehrlich, das ist natürlich jetzt mega beschissen gelaufen. Ich biete dir an, vielleicht um einen freien Kopf zu bekommen, dass wir beide uns einfach mal treffen. Ja. Ein bisschen reden. Und dass du dann ganz schnell wieder einen klaren Kopf bekommst. Das ist lieb. Ja, und ich habe jetzt gerade auch nochmal mit den beiden gesprochen. Tanja geht's inzwischen schon wieder ein bisschen besser. Und die beiden wollen sich auf jeden Fall auch nochmal treffen, um über alles zu reden.